beginnen wir hiermit. Sehr geehrter Herr Meier, ich will den Job als Cut. Kuta, brauche Geld. Nehmen Sie mich. Ich bin 17 und besser als die anderen. Können Sie 1 vs 1 hinterm Lidl klären, ob ich den Job bekomme? Mit freundlichen Grüßen, Raphael. Raphael, an der Stelle muss ich sagen, nein, ich bin da leider raus. Ich werde mich nicht zum 1 gegen 1 hinterm Lidl mit dir treffen, aber vielleicht triffst du ja deine Mutter, die da Armdrücken um Pfandflaschen macht. Grüße geht raus. Lysander, gib mir Geld. Arbeite fünffache des Mindestlohns für dumme Mindestlohn ist bei 12,50 Euro Stunde. Also antworte, falls du Big hast. Ich bin 21, glaube ich. Ja, Lysander, dankeschön an der Stelle dafür. Das ist absolut arschgeil, Digga. Da habe ich wirklich Lust drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass du nicht mal dein eigenes Alter erkennst. Ja, Digga, was soll ich sagen, Alter? Scheiß drauf. Nächster. Hallo, Revi, ich bin Col. Will Geld und habe kein Video, aber bin vor 2 Monaten 11 geworden, also alt genug, um Geld zu bekommen. Bitte Geld und arbeite bis 17 Uhr. Dann soll ich schlafen, sagt Mama. Ich bin gut, vielen Dank an Revi, der das liest und antwortet bitte. Bro, bewerb dich doch einfach nochmal in 7 Jahren, wenn du dann bereit bist für den Job. Hallo Revi, ich bin Devin und bin 12 Jahre alt und möchte dich grundlos abfacken. Liebe Grüße, Devin. Devin, danke schön. Du bist 12 Jahre und hast es geschafft, mich grundlos abzufacken mit deiner Müllbewerbung und meine Zeit verschwendet. Liebe Grüße an dich. Jan Arnold, ich bin minderjährig und kann nichts, habe den Job. Das klingt absolut nach einem Klientel für Yo Olli. Meld dich doch einfach mal bei KingOlli1 auf Snapchat, der wird sich sicherlich freuen. Hallo Revi, ich wollte dir nur mitteilen, dass du weit hässlich und fett ist. Liebe Grüße, Patrick. Patrick, vielen Dank für deine Einsendung, du hast absolut recht. Dankeschön. Ein Pornhub-Konto heiße Revi wurde erstellt, müssten nur dein E-Mail... Perfekt, ihr habt mich einfach bei Pornhub ange... Ich meine, nein, ich werde nicht auf den Link klicken, eure E-Mails... Hört auf, nein. Mein Name ist Tatjana, ich bin 21 Jahre alt, komm, was ist... Tatjana? Hallo. Ich will dir eine Sache sagen und du hörst mir jetzt ganz genau zu, du... Tatjana... Kontext, eventuell ganz kurz an der Stelle. Einmal ganz kurz gesagt. Ich bin Schmutz. Was macht ihr heute noch so? Ist einfach von vorne bis hinten komplett gefaked. Boah, ist das belastend, ey. Die Musik macht mich behindert. Moment. Tatjana, wirklich vielen Dank für deine Einsendung. Echt eine saugeile Nummer. Leider Gottes hast du es nicht ins Endfinale geschafft, Tatjana, obwohl du wirklich großes Potenzial hast. Für Meme-Clips sehe ich dich auf jeden Fall. Vielleicht schreiben wir da nochmal. Vielleicht kannst du ja meine TikToks einfach schneiden. Liebe Grüße. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Das ist... Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Komm, wir gucken. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Wir schauen uns einfach auf YouTube an, damit die Qualität dir nicht leidet. Das ist nicht sein Ernst. Meine Bewerbung... Er hat es wirklich gemacht. Ah, Digga. Timon, Klängern. Hast du nicht selber einen YouTube-Kanal mit... Oh, ja gut. Ja gut, nee, bei den Aufrufen kann ich verstehen, dass du dich bewirbst. Ich schau mal ganz kurz rein, Digga. Oh, hallo Leute. Und hallo, lieber... Ja, komm ey. Also, liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist mal wieder eine Bewerbung. Klängern, es gibt auch in Zeiten von Corona... gibt's auch die Möglichkeit, sich einfach für Corona-Soforthilfe anzumelden. Vielleicht brauchst du da nicht bei anderen Leuten zu cutten, wenn es gerade nicht läuft. Als Cutter? Mensch, schon wieder? Ja, ihr habt's vielleicht mitbekommen, ich hab mich... damals bei Dena beworben und dann bei Rezo. Ja. Da ist beides noch keine Antwort gekommen. Deshalb eine weitere Bewerbung. Und okay. Zwar Revi, der sucht auch noch einen Cutter. Mensch. Mhm. Das ist ein alter Clip, so bin ich nicht mehr. Was soll das? Ja, Revis Cutter haut ab. Gut für ihn. Revis Cutter haut nicht ab. Revis Cutter macht eine kurze Pause und überlegt dann vielleicht, ob er nochmal wiederkommt oder nicht. Leo, bitte komm zurück, wir brauchen dich hier. Und deshalb ist da ein Platz frei geworden und da dachte ich mir, okay, solange die anderen beiden sich noch nicht gemeldet haben, ich gucke jeden Tag im Postfach, ich aktualisiere immer weiter, bewirb dich vielleicht. Ja, also gucken wir mal rein, was Revi eigentlich möchte. Enthusiasmus sehe ich an der Stelle schon mal nicht, Timon. Das ist auf jeden Fall wirklich schon mal von deiner Art her absolut abgehoben und ekelig. Timon, schau mal, wenn du den Job willst, dann wäre ein bisschen Enthusiasmus und ein bisschen Passion vielleicht nicht fehl am Platz. Dummes Arschloch. Was viele übrigens nicht wissen, ich glaube, das ist das dritte Mal, dass ich die Karriere von Klängern hier tatsächlich nochmal pushe. Das erste Mal habe ich quasi seine Karriere mit Show Your Channel initiiert und habe bis heute keinen einzigen Cent von seinen Kanaleinnahmen gesehen. Das ist abgehoben und ekelhaft. Timon, ich würde mich gerne jetzt hier nochmal für mein letztes Angebot 20% von deinem Kanal nehmen. Ansonsten werde ich sämtliche Videos, die du jemals mit mir gemacht hast, striken. Bann den weg, Digga. Gut, ich muss ja auch irgendwie cutten. Als Cutter und dann habe ich das jetzt mal gemacht. Mhm. Bitteschön, hier, viel Spaß. Hallo. Achtung, das ist ein Überfall! Ach, Timon, Digga. Das ist ein Überfall! Ach, Junge. Give me the money raus from the Kasse! Give me the money schnell raus from the Kasse!
Oh, der witzige Boss. Da hat er jetzt 1:1 sehr gut kombiniert. Man hätte jetzt natürlich noch die Knossi-Kopf hier drauf tracken können. Aber Timon, ich denke mal, das kannst du wahrscheinlich nicht. Genauso wenig wie ich. Was macht er heute noch so? Wichtig für lustigen Humor sind Justin, Knossi, Monte und Inscope und Sascha Clips. Ganz wichtig, nichts anderes. Nichts anderes ist entscheidend dafür, wie ein Video ist. Es ist nur lustig, wenn man möglichst viel Content von anderen mit reinschneidet. Er! Real Talk. Ganz verwirrend hier, Mann. Boah, ist das belastend, ey. Die Musik macht mich behindert. Moment. Ja, alles besser als das, was Revi cutten würde. Stimmt nicht tatsächlich. Ich suche einen Cutter nicht, weil ich es nicht kann. Sondern weil ich keine Zeit habe. Deshalb, ich hoffe, ich kriege die Stelle nicht. Dann möchte er als nächstes, dass ich mich 2 Minuten vorstelle. Das Video war absolut beschissen geschnitten, Timon. Ich würde nicht sagen, dass das reicht, aber ich bin gespannt. Was hast du für mich? Ich bin und so. Kann ich das nicht einfach aus den anderen Videos irgendwie zusammenschneiden, dass ich möglichst wenig machen muss? Hallo Leute, eine unersetzbare Person ersetzen. Das kann bestimmt nur ich. Mein Name ist Timon, ich bin 15 Jahre alt und mache schon seit... Das ist absolut... Also Digga, du hättest dir ein bisschen Mühe, wär's schon gewesen, oder? ...einigen Jahren lustige Videos auf... Das ist auch nicht wahr. Deine Videos sind weder lustig noch unterhaltsam. ...einem YouTube-Kanal. Mensch, wir haben ja schon so viel gemeinsam. Ich kann auch einen super Nachtisch machen. Du bist doch bestimmt so eine kleine Naschkatze. Digga, what the fuck. Ich würde auch nie verlangen, dass du zu mir ziehst. Kannst du mir vielleicht einfach ein bisschen mehr Gehalt geben? Also ich mache YouTube-Videos und schneide die auch ab und zu und so. Ich mache auch den YouTube-Kanal hier und Revi hat gesagt, ich soll Referenzen reinpacken. Ja, eine gescheiterte YouTube-Karriere sehe ich jetzt hier nicht als Referenz, wenn ich ehrlich bin. Hier ist ein Video, ich habe mal was für Rezo geschnitten. Vielleicht gefällt dir das so in dem Stil. Du kommst auch drin vor. Okay. Guckt es euch gerne an. Ja. Mein Tinder-Profilbild ist, wie ich mir eine Gurke ins Ohr stecke. Ja. Genau. Gut. Wie? Das ist einfach nur weird. Das ist einfach nur weird und unangenehm. Gefällt mir. Machen wir weiter. Na? Here we go. Bye. Warum war ich gut. Diesen Job haben war möchte. Gut. Das war stark. Also, sehr viel Revi-Time. Hab ich gefällt mir. Keinerlei persönliche Ambitionen, aber ja, wie das gesagt, Geld. Also Dena und Rezo haben sich noch nicht gemeldet und also irgendwas und, muss ich ja machen. Ja, wie gesagt, wenn es selbst nicht reicht, dann meld dich doch bei wem an, das verstehe ich schon. Ja. Ja, scheiße. Dann möchte Revi, dass ich 18 bin. Nummer 1. Ihr seid mindestens 18 Jahre alt. Ja. Achtung, jetzt Platz für einen Your Olli-Einspieler. Sie ist über 18. Ja, habe ich ja letztens schon mal was zu gesagt. Ich bin 15 Jahre alt. Ist gelogen. Das ist wirklich das hingerotzteste Video, was ich jemals gesehen habe. So wenig Enthusiasmus und Ideenreichtum kenne ich tatsächlich nur von meinem Kanal. Das ist absolut peinlich, Klängern. Das ist absolut peinlich. Ja, ja. Leute. Und hallo, lieber Revi. Du, lieber Revi. Mindestens 18 Jahre alt sein, hast du gesagt. Das erfülle ich jetzt noch nicht so ganz. Gerne mal ein Abo dalassen und der Revi, der ist dann auch für euch da. Super, oder? Falls ihr, liebe Zuschauer, in Zukunft mehr solche lustigen Videos von Revi sehen wollt, gerne mal diesen Kanal hier abonnieren. Kommt also, ja jetzt alles hier online. Gibt es per Definition ein Bild zu cringe? Wenn nicht, würde ich gerne, dass ihr alle bei iStock dieses Bild jetzt hier hochladet. Das wäre dann tatsächlich das passende Bild dazu. Timon, ich mache nur Spaß. Ich finde dich absolut spitzenklasse. Halt deine Fresse. Begeisterungsfähig. Und ich habe überlegt, was so in meinem Idealteam eigentlich drin wäre. Ne? Mit wem ich gerne zusammenarbeiten würde. Und dann fielen mir natürlich einige Personen ein. Ganz klar, Leonardo DiCaprio. Natürlich, guter Schauspieler. Ja. Auch gut aussehender junger Mann. So wie ich. Harald Lesch. Er weiß einfach alles, du fragst absolut ihn was, er weiß es sofort. Ja, Tommy ja, Schmidt. Ja. Fühl ich, peinlicher Klängern. Einen braucht man auch, der lustig ist in dieser Gruppe. Und als letztes für die Musik. Man braucht zum Arbeiten vernünftige Musik, klar. Alligator. Und ich glaube, zusammen... Ist ein Duo, Trio, Quartett, Quartett, es ist ein Quartett, mit dem bin ich zufrieden, ja. Sind wir eine gute kreative Mischung, die sehr viel auf die Beine stellen könnte. Ja, und natürlich Dena und Rezo. Nee. Und was auffällt, ist, dass in meinem Idealteam nicht Revi dabei ist. Das ist ja bei mir ähnlich. In meinem Idealteam spiele ich keine Rolle und du genauso wenig. Könnten wir erst abwarten, ob sich Rezo noch meldet? Nein. Dena.
Rezo und Dena haben gesagt, sie werden das tot ignorieren, weil sie dir den Cloud nicht gönnen. Nachvollziehbar, ich bin auch nicht großartig darauf angewiesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber immerhin kann ich mein Video jetzt hier auf über 10 Minuten strecken. Danke dafür, Klänger. Weiß ich nicht, ob der im Moment sucht, aber da ist auch noch eine Bewerbung offen. Mhm. Und ansonsten kannst du dich auch gerne bei mir melden. Dann Klänger. Halt deine Fresse, wir machen weiter mit dem nächsten Bewerber. Hier haben wir einen Clip eingesendet bekommen von jemandem, der was wunderschön zusammengeschnitten hat. Ich nehme mal an, das ist kein bisschen kontextbefreit und passt perfekt auf das, was ich suche. Moin Leute, Trimax hier. Trimax hat sich bei mir also auch beworben, sehr schön. Moin Leute, Trimax hier. Ich habe gestern ins Städtlo gekackt und da habe ich ihn gesehen. A-Wife stinkt mies. Okay, bis dato nichts Ungewöhnliches, dass Trimax in Stehklo scheißt, das ist mir bereits bekannt und dass wir Vive alle nicht mögen, ist auch nichts Neues. Er ist ein Spast. Abonniert mich auf YouTube dort, ich heiße Kleiner Bobi. Jeder, der nicht guckt, ist ein A-Wife. Oh, okay. Sekunden meines Lebens gone an der Stelle, danke für nichts. Jo, ich bin Hans-Peter Bockwurst, 10 Jahre alt und ich ziehe nicht nach Köln, weil ich will von zu Hause arbeiten und ich kann einen Cut machen. Jo, es sind gerade einfach eine Woche vergangen. Den nehmen wir. Hier hat mir jemand einfach ein waagerechtes TikTok geschickt. I'm Peppa Pig! Ja, und damit sind wir an der Stelle doch schon durch mit sämtlichen Bewerber und Bewerberinnen. Das hier war das Trash-Off, das Schlecht-Off, meine Freunde. Wie gesagt, falls ihr Bock habt, noch weitere Trash-Bewerbungen, so wie die von Klängern einzureichen, macht das gerne. Links und sowas in der Videobeschreibung. Und ab nächster Woche geht es dann los mit den ernstzunehmenden Bewerbern, die wir gerade kategorisieren. Ab nächster Woche bin ich ja auf einem Van-Trip und habe dann genügend Zeit, mich damit ausschließlich auseinanderzusetzen. Und freue mich schon. Die Einsendungsfrist für ernstzunehmende Bewerbungen ist an der Stelle geschlossen. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr krasse Sachen dabei. Und ich freue mich schon auf das neue Team. Mitglied hier bald. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall nicht bei Klängern oder den anderen vorbei und haltet alle die Fresse. Auf Wiedersehen und tschüss.